Freunde, wir sind heute in Showtime Time Nummer 007, die James Bond Folge. Und da hat wirklich Sabri heute einen Krachergast rausgeholt. Nicht nur irgendjemanden, wir haben es vorhin schon angeteased, wir haben heute the one and only Terence fucking Boy zu Gast, Stürmer von Kaisers fucking Lautern. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Hey, Bremen Nord, mach mal deinen Videocall an. Nein, Leute sollen sehen, dass ich Bremen Nord bin. So, jetzt geht's. Ja, Mann. Tschö. Ey, die Glatze ist clean. Dankeschön. Scheint. Es scheint, Alter. Sehr, scheint sehr mehr, sexy. Die scheint mehr als Herthas Zukunft, Bruder. Oh! Ja, Kaiserslautern auch sehr gut gespielt am Wochenende. Also davon mal ganz abgesehen. Ja, wie lief's gegen Pauli? Jetzt, wenn du schon am Shooten bist, Alter, kann man gleich wieder zurückshooten. Hat Spaß gemacht bestimmt von draußen. Verbindung ist schlecht. Stark. Ja, ja. Wie geht's dir, Bro? Alles gut? Gut. Ey, sorry, ich war gerade die ganze Zeit in so einem falschen Raum drin, ne? Ich schreibe dir und dann dachte ich mir, hä, was für 19 Uhr? Was meint der denn? Passiert nichts. Da habe ich gemerkt, ich war im Falschen. Also ich hatte dich auf jeden Fall gesehen, dass du irgendwann reingekommen bist. Ah, du bist einfach in den falschen Raum gegangen. Ja, easy, ja, easy. Mann. Ich habe einen Blick drauf geworfen. Deswegen schön, dass es geklappt hat auf jeden Fall. Wenn wir haben jetzt gerade über die Saudis geredet. Würdest du für 100 Millionen nach Saudi-Arabien wechseln? In deiner Prime wenigstens. Die Frage ist, kommt meine Prime noch? Keine Ahnung. War die schon? Bruder, ich kann da keine Antwort zu geben, weil meine Frau zum Beispiel würde, glaube ich, niemals ein Ausland machen. Da fängt schon mal an. Weißt du, was ich meine? So, das ist dann schon mal Abfuck. Ich war ja Toronto für ein halbes Jahr alleine. Das war richtig Krise. Ja. Und Toronto war eine geile Stadt. Ja. Ja, und da fängt es schon an. Und ich glaube nicht, dass die Städte da so geil sind wie Toronto. Wenn ich da schon halt richtig gesuffert habe, das wäre schon richtig hart. Ich habe eben gerade auch, weil das Thema ist, ich weiß nicht, ob das Bluff ist, dass die sogar auch versuchen wollen, NBA-Spieler rüberzuholen, so auf den Basketball-Liga. Also das ist, irgendwann ist echt, Digga, alles ist zu heftig gerade, ist krank. Die spielen halt einfach Ultimate Team halt, wirklich. Die machen, worauf die Bock haben. Die Summen, die werfen, ja, sind halt so, wie kann halt, ja, die haben auch Bock, die zu verkaufen an die Teams. Du siehst, Bayern hat die ganze Zeit einen Abnehmer gesucht für einen Sadio Mané. Mhm. Hat sich gefühlt nur so richtig Al-Nassr angeboten am Ende, wa? Mhm. Der Chat hat auch gerade gesagt in der Umfrage, MLS wäre für sie interessanter als Saudi-Liga. Also sie finden die MLS geiler, dass Messi in die MLS gegangen ist, als die anderen in die Saudis. Die Liga, die ist auch echt cool, Mann. Die ist auch echt cool, also gerade was jetzt so Marketing und das Ganze drumherum, ne, also da wird die Hymne live gesungen, Feuerwerk, zum Beispiel, wenn du dann, wir bei Toronto zum Beispiel hatten denselben Investor wie die Raptors, Blue Jays und die Maple Leafs, dann konnten wir zu den ganzen Spielen gehen, die sind auch alle irgendwie cool miteinander, das war schon, zum Beispiel war dann ja, ich war ja in dem Jahr da, wo dann die Raptors zum ersten Mal Champion geworden sind. Dann hatten wir ein Spiel in der MLS. Dann sind wir dann mit irgendwie Toronto Raptors Shirts, so Special Shirts zum Spiel gekommen, auf denen eine Stadt. Wir sind alle so zusammen, wir supporten uns. Das war schon ganz cool. Wie ist geil. Ja, auch wie das aufgemacht ist. Es ist schon cool, aber das für mich, Knackpunkt Nummer eins ist, dass du nicht auf- und absteigen kannst. Und das spiegelt sich auch dann. Damals, als ich in der Nationalmannschaft war, wieder die MLS-Jungs, die wussten nicht, was es heißt, so Scheiße zu fressen, weil da gab es nie Abstiegskampf und Arbeitsplätze gehen verloren und dies und das, diesen Druck. Sondern da war Playoffs nicht geschafft oder letzter Platz, gut, da habe ich länger Urlaub. Fertig. So, das ist, ja, das, da kommst du ja zu nichts. Weil wenn wir nur von Athleten reden, sag mir ein Land, wo heftigere Athleten sind als in den USA. Gibt es eigentlich nicht, war vor allem von dem System her, wie die Schulen dort, also fängt ja schon vom Schulsystem her an, theoretisch gesehen, der Sport an sich gepusht wird, ja, mit den Schulteams und allem drum und dran.
ist ja was ganz anderes als in Deutschland. Hier sind ja auch entspannte 300 Millionen Einwohner in den USA, ne? Vergleich mal mit 80 Millionen ja, in Deutschland. Ja, und Fußball ist halt auch nicht, ist jetzt auch nicht, also College-Niveau, was ich zum Beispiel auch so mitbekommen oder gehört habe, ist halt aber auch einfach Oberliga-Niveau. Ja. Also der Nachwuchs, was College ist, das ist gar nichts. Wenn du mal auch guckst, wenn welche gedraftet werden, da sind ganz wenige, die durchstarten oder Stammspieler sind in den MLS-Clubs. Und ich glaube, ihr habt bestimmt ein paar Kumpels. Ich hatte Kumpels, tut mir leid, die aus Bremen-Nord waren, die haben nie hochgespielt. Für die war es perfekt, weil Stipendium, jung, deutsch. Was meinst du, was da los war in den Dorms mit den ganzen Frauen, ne? Das Englisch. Die waren Kapitäne da. Wo ich denke, ja, Mann, Bruder, der ist dann bei uns in der Verbandsliga, ist er nicht mal, ist er nur auf der Bank. Weißt du, was ich meine? Das spricht das schon safe auch gemacht. Der junge Traum nach Amerika, Bruder. Du kriegst es noch bezahlt. Du bist, die Mädels lieben dich da. Aber krank. Sowas von. Krank. Super, wirklich jetzt. Das Leben habe ich leider nie mitgemacht, dieses College-Leben. Leider nie mitgenommen. Das hättest du noch gerne mitgenommen. Hast du Auslandsjahr? Lügen, wenn du nicht dasselbe sagen würdest. Ey, ich war dort. Nur mein Leben war scheiße in Mississippi. Mississippi war nicht der Ort, wo die Dorms lit waren, sag ich dir. Ja, der Start ist echt schwierig, Alter. Ja. Krass. Apropos schwieriger Start. Was sagst du zum ersten Spiel jetzt von Kaiserslautern? Ja, ich meine, wir haben auch jetzt schon ein krankes Auftaktprogramm mit, beziehungsweise die beiden Spieler eigentlich jetzt mit Pauli, die sind seit der Hürzeler da ist, taktisch auf einem anderen Level. Und wir haben es sogar auch versucht oder haben es auch defensiv gut gespiegelt, aber ja, im Endeffekt war es ja auch nur so, am Ende war es ein Elfmeter, ein Fehler halt, der halt passieren kann, der zum Elfmeter führt. Und sonst haben wir unseren Job gut gemacht. Wir dürfen mal nicht vergessen, wir sind zwar, was die Fans angeht, sind wir der große FCK, aber wir sind auch erst im zweiten Jahr in der zweiten Liga, ne? Und wir sind, da ist noch so viel Luft nach oben bei allen Spielern und wie gesagt auch im Verein und nur die Fans außen vor gelassen, weil die machen ihren Job. Aber wir müssen erstmal gucken, dass wir jetzt mal anschließen zu den ganzen anderen Teams, weil da sind wir noch nicht. Und also was, wenn du nur alleine jetzt mal die Qualität der Spieler siehst, die andere Teams haben in der zweiten Liga und wir. Und wir sind aber auf einem guten Weg und jetzt, wie gesagt, unser Motto ist ja, also habe ich jetzt einfach mal eben so erfunden, Jahr für Jahr, Stück für Stück besser zu werden. Und wie gesagt, wird jetzt machen. Das gegen Pauli kannst du auf jeden Fall verlieren. Schade, weil gerade auf dem Betz, da geht einiges. Hat man letzte Saison gesehen mit Heidenheim und HSV. So, jetzt auf Schalke wird natürlich auch gleich ein Kracher. Also ist natürlich geil, freust dich drauf. Guck natürlich, dass wir jetzt anfangen zu punkten. Ihr hattet auch eine dicke Chance zum 2-2, habe ich gesehen. Also ihr hattet ja auch eure Chancen, um wieder ins Spiel reinzukommen. So ist ja nicht auf jeden Fall. Deshalb war jetzt keine komplett einseitige Nummer, fand ich von Pauli. Wie ist denn deine Lage? Ich habe gesehen, ich habe noch vorher, wir hatten so Prediction, ich war so, ja, Terrence Boyd, Tor. Ich sag so, und dann warst du auf der... Nicht mal beim Aufwärmen. Ich habe so noch auf seine Story reagiert, weil er hatte so ein richtig geiles Bild, wo er so richtig zwischen den Spielern ist. So, ich meine, so True Future Pep Guardiola einfach. Was geht ab? Die Lage ist, war noch ein bisschen zu viel Risiko, wo wir uns dann alle vor dem Abschlusstraining zusammengesetzt haben, medizinische Abteilung, Trainerteam. Und ich hätte mir ein paar Minuten, hätte ich mir vorstellen können, aber wir haben dann auch gesagt, okay, zu welchem Preis? Weil wenn du dann, ne, ist jetzt alles, ich habe erst 2-3 Mal trainiert gehabt mit der Mannschaft und ist dann auch alles relativ kontrolliert. Und sobald du im Spiel bist, ist halt, da gibt es kein bisschen aufpassen, zurückzusehen, dann ist volle Kanne. Und selbst wenn ich jetzt für ein paar Minuten reingekommen wäre, okay, zu welchem Preis machen wir das? Nicht, dass mein Knie reagiert am nächsten Tag oder dass ich jetzt wieder wochenlang nur 1-3 Mal die Woche trainieren kann, dann kommst du nichts. Jetzt haben wir im Nachhinein trotzdem, denke ich, die richtige Entscheidung getroffen, dass wir Knie am Ruhen lassen. Jetzt mache ich eine Woche, habe ich nochmal mehr Mannschaftstraining, mehr Sicherheit und und dann gucken wir mal, dass, wenn da jetzt nichts dazwischen kommt, dass ich auf jeden Fall gegen Schalke im Kader bin, hoffentlich. Ja. Klopfen wir mal alle auf Holz. Nächstes Spiel muss nämlich diese kommen, mein Call, ja? Welcome, welcome.
Ihr wart in der Off-Season, da hätte ich dich ja am liebsten schon in die Show reinbekommen, es hat leider nicht geklappt, da wart ihr in den USA unterwegs. Erzähl mal ein bisschen, was habt ihr da so gemacht, wo wart ihr da, was ging da? Wir waren erst in Louisville, Kentucky, berühmt für den guten Bourbon. Also ich kenne welche auch aus eigener Erfahrung, top. Kam da aber nicht in den Genuss leider. Haben da ein Freundesspiel gehabt, danke Stadion, zweite Liga. Die können halt, wie gesagt, nicht aufsteigen. Und da siehst du einfach, wie viel Geld da drüben steckt. Das ist abnormal, die Trainingsbedingungen und das Stadion waren so nice. Louisville, ne? Da hast du ja auch einen Doppelpack gemacht, habe ich gesehen. Und dann kannst du uns ja auch einmal nochmal durchnehmen durch dieses erste Tor, dieses legendary goated Tor, Alter. Was war das? Ich glaube, das beschreibt mich, glaube ich, ziemlich gut, weil ich gehe halt überall hin, habe vor nichts Angst. Und dann ich wurde ja natürlich dann auch Manndeckung genommen. Kommt von außen, Erik Domfrei. Und ich wollte gerade starten auf dem ersten Pfosten. Und der hält mich die ganze Zeit fest. Und irgendwie stolper ich. Körperklaus, wie ich bin, stolper, liege auf dem Boden. Und Erik, selber gar nicht gesehen, dass ich gestolpert bin, spielt das Ding so halb hoch rein, aber perfekt genau halt auf mich. So, ich liege auf dem Boden, ich denke mir so, Kelleck, Mann, fuck, warum bin ich jetzt gestolpert, liege ich da? Und dann habe ich mich so hochgerobbt mit dem Liegen halt im Kopf, versucht ranzukommen, kam ran, Ball geht rein. In dem Moment, wo ich den Ball treffe, tritt er mir gegen den Kopf. Mit Stolle oder so. Und ich denke mir so, Diggi, was mache ich hier? Und jetzt im Nachhinein, wo man das Tor gesehen hat, war ja ganz lustig oder cool. Und das beschreibt mich einfach. So irgendwie Tollpatsch und Kriegswürste in den Kopf getreten. Das sind so meine Tore. Ja, das zweite Tor war aber nicht so, war richtig chipper. Das zweite war clean, wusste ich selber nicht, ob ich das überhaupt oder woher ich das kann. Weil bei mir gibt es ja eigentlich nur so dreckiger 1-Meter-Abstauber. Hey, Tor ist Tor am Ende des Tages. Tor, da beschwert sich kein lauter Fan, wird jemand sagen, ja. Ey, Mann, aber er macht nur so eine Tore, Digga. Scheiß drauf, Alter. Ist schon sehr geil. Danach waren wir in Minneapolis. War es kalt? Nee, genau, das war ja auch mein allererster Gedanke. Aber das war ja, ist ja Sommer, deswegen gutes Wetter, auch kranke Bedingungen. Haben da bei Minnesota FC trainiert. Top Rasen, top Bedingungen. Stadion auch geil. Genau, Hotel direkt in der US-Bank. Achso, ist ja US Bank Stadium, ne? Ist doch das. Nee, die haben ein eigenes Soccer-Stadion. Also, weil du meinst direkt daneben, oder? Ja, nee, ich sag, also wir haben das Freundschaftsspiel dann bei denen von Minnesota FC, in deren Fußballstadion gespielt. Auch fresh. Und unser Hotel war in der Nähe vom US Bank Stadium. Ich glaube, da hast du auch noch die eine oder andere Erfahrung mitgemacht. Lass dich drüber reden heute. Lass dich darüber reden und, heute. Genau, zu der Zeit war da auch Taylor Swift Konzerten, habe ich gelernt, dass die Fans Swifties heißen. Die waren überall. Überall. Die hat das mal ganz kurz ausverkauft, das Ding. Und sonst, ich meine, was ging? Training, einmal konnten wir golfen gehen. Wie war's? Wie war's? Top. Bedingungen waren bestimmt crazy, oder? Ja, der Platz war auch krass. Ich brauche gute Bedingungen, dass ich auch gut spiele, ist ja klar. Nee, wir sind ja immer vier Leute. Ich bin immer Vierter von vier. Weil zugegeben, die sind auch einfach besser als ich. Aber Heimvorteil USA, bin ich Zweiter von vier geworden. Let's go! Das halte ich denen schon jeden Tag vor. Jeden Tag. Kann man in Kaiserslautern gut golfen gehen? Ja, wir sind da ja auch. Ich bin da ja auch Mitglied seit einem Jahr. Gibt viele Plätze auch. Lautern, Heidelberg, überall sind Plätze. Ja. Das ist so geil, Mann. Das ist einfach mein Leben geworden. Nice. Also du fühlst dich auch. Ich bin so schlecht, aber trotzdem geil. Ja. Fühlst du dich vollkommen wohl in Lautern so? Dieses Dorfleben, Sabri meinte vorhin so, dass du mal gesagt hast, du bist so ein Dorfkind. Ja, ich bin auf jeden Fall, fühle ich mich da wohl, wo einfach ein bisschen Ruhe ist, gerade auch jetzt, wo du halt zwei Kinder hast, brauch diesen Trubel nicht. Deswegen, ich wohne ja, wie gesagt, in so einem Dorf, könnte man sagen, also außerhalb von Lautern. Und es ist auch gut so, weil ich, wenn ich in Lautern bin, dann kommen halt viele Leute und ey, cool, Terrence, dies und das und das. Und ich denke mir halt, ja, ist gut, dass ich im Dorf lebe, wo mich keiner erkennt, weil ich darf nicht gelobt werden. Und ja, aber sonst denke ich irgendwann, ey, ich bin schon nice, ne? So, so. Digga, diesen Clip kannst du so schnell so Influencer auf einem Influencer-Event, wo nur Influencer sind und ein paar Fans. Und Digga, ich bin schon nice. Ja, genau. Und deswegen, das tut mir nicht gut. Deswegen ist es ganz gut, dass ich immer ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkomme. Das passiert spätestens, wenn ich nach Hause komme.
Und so muss es auch sein. Meine beiden Töchter denken, das ist einfach nur hier ein Hobby, was ich mache. Die wissen gar nicht, dass ich damit Geld verdiene. sonst Training und Spielplatz. Direkt Spielplatz und Spielplatz. Geil. Und ja, noch der, ey, darf man natürlich nicht vergessen, der Mann ist erstmal wie Wein, ne? Reift im Alter, ja, und hat jetzt seinen Podcast mit Luis, ja, am Start. Ja, das Mann, ist auch noch. Das ist auch noch ein, ey, Ding. Zweites Standbein. Weiter geht der Lachs auf Spotify, Freunde. Checkt auf jeden Fall dieses Ding ab. Das ist sehr lustig. Ich war tatsächlich auch einmal bei den Jungs am Start. Ist eine Chaotentruppe. Ist genau so, wie man sich's vorstellt. Und hat auf jeden Fall auch sehr, sehr gebockt. Da könnt ihr auf jeden Fall reinhören. Ja, Mann. Wer ist denn der beste Golfer aus der Mannschaft, wenn ihr schon so öfter golfen geht? Also Andy Lute. Aber wir haben so ein Phantom in der Mannschaft, Tiger Lubinger. Und zwar, es ist ganz suspekt. Er war noch nie mit Golfen, aber der ist irgendwie der hat eine Golfmitgliedschaft bekommen vom Onkel, seit der irgendwie 8 ist oder so. Hat letztens 20-jähriges oder so, oder nicht 8, noch jünger. Der hat irgendwie 15, 20-jähriges Jubiläum schon gefeiert. Der soll auch richtig, richtig gut sein, aber ist wie so ein Einhorn. Ich erwische ihn halt nie. Dann war am Anfang war sein Golfbag noch in Düsseldorf. Ich weiß nicht, ob er sich drückt. Oder, weil ich glaube, wenn der kommt, zerballert er alles. Er drückt sich bestimmt, weil er euch nicht so rasieren will. Er will nicht eure Confidence-Level nehmen. So. Ja, ich würde es gerne mal sehen. Aber wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Also deswegen, da habe ich auch ein bisschen Angst vor. Wenn der kommt, ich glaube, der zerballert alles bei uns. Geil, geil. Hast du schon mal ein Ace jetzt geknallt? Oder was war das Beste, was du... Ich habe in Minnesota meinen ersten Birdie unter Zeugen, weil nur mit Zeugen alles andere ist ja gelogen. Mhm. Wenn du alleine spielen gehst und hast Hole in One, das glaubt dir ja keiner. So, und deswegen mein erster Birdie, ich hab mich auch wie ein kleines Kind gefreut, das ist so geil, Mann. Hast du Torjubel gemacht kurz? Nee, das nicht. Ich habe Dings rückwärts halt auf dem Green. Wir wollen jetzt auch bei dir, dein Time-Team, mal zusammen golfen gehen, weil Niklas hier in der Produktion quasi gibt jetzt schon an, nachdem er einmal golfen hat, ich habe einen Birdie geschafft. Er hat einen Birdie geschafft. Er hat nicht mal gerufen, dass wir mitkommen, deswegen haben wir jetzt gesagt, wir gehen mal zusammen, von uns kann keiner golfen, oder schauen wir mal. Ey, glaub mir, gib dem eine Chance, geht golfen. Ich habe dir auch, du hast jetzt auch das Steph Curry-Video gemacht, du bist jetzt auch in der Golfschiene drin. Bruder, Hole in One, Bruder. Nur noch Hole in Ones. Ja, Digga, das macht gar keinen Sinn. Der kann ja einfach alles. Das macht gar keinen Sinn. So, je weiter weg, desto besser für ihn. Krank, Digga, ja. Geistkrank. Auch, er hat ja, ich hatte auch, glaube ich, Terrence ein Video davor noch geschickt von ihm. Da hat er auch ein Hole in One geknallt. Mhm. Dann, auch bei diesem Turnier hat er so ein, ich weiß nicht, ob es Birdie ist, was auch immer das war, aber der Finish. Der ist einfach so gut. War so mit so, Digga, mit so Effet-Armener Köln, der ging so um die Ecke einfach, der Ball, der hat er so perfekt auf die Linie. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, aber ja, es war wirklich absolut unrealistisch, was sein Mensch Stephen Curry ist. Echt heftig. Ja, also schauen wir mal, was wird, ne? Wir gehen auf jeden Fall mal golfen. Ich hab Bock, dann sehen wir mal wirklich, was außerhalb du von PGA-Tour kannst. Ey, ich hab ihn dazu überredet, dass er sich das Spiel runtergeladen hat jetzt. Er hat PGA. Ja, Mann, können wir mal auf jeden Fall zocken. Ja, aber wir gehen lieber auf den richtigen Rasen mal. Ja, nur, dass ich cheaten kann. Weißt du, wie ich spiele? Und am Ende habe ich dir gesagt, vergessen zu sagen. Man kann wirklich hier machen. Wir zocken so, keine Ahnung wie oft. Und er hittet so die ganze Zeit den Ball so bei den nahen Dingern. Und wir sagen so, Digga, Terrence ist schon krass in diesem Spiel. Und so, wie macht er das? Nach einer Stunde, er gewinnt so gefühlt 16 Löcher. Er war so, Jungs, drückt ihr nicht R1 gedrückt, wenn ihr nah dran seid. Der zeigt euch nämlich die perfekte Linie dann. Wir drücken so Virus. Viereck war das, glaube ich, ja. Oder Viereck. Oh, das war sehr lustig. Aber das sagen die nicht. Also, jetzt ist es spät. Jetzt ist es spät, auf jeden Fall enden wir wenigstens. Jetzt. Wir gehen direkt auf Goldplatz für testen, wie Niklas gesagt hat. Schönes Club-Sandwich auch und sowas. Essen dort gut. Dann machen wir ein paar Löcher, bisschen aufs freie Feld, bisschen Abschlag. Fertig. Er hat's verstanden. Platzreife hast du gemacht? Ja, natürlich. Ich habe ja schon vor 10 Jahren gemacht, aber war dann auch 10 Jahre nicht Gold. Das ist die größte Hürde. Ich habe letztes Jahr erst angefangen. Das ist die größte Hürde tatsächlich, die Platzreife, Alter. Ja, ist wirklich so.